Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Mission hier vom GTA 5 Story Modus. Wir sind heute mit Michael unterwegs und haben gerade erstmal einen Verkehrsunfall gebaut. Ja, aber wir fahren jetzt zu Michael nach Hause, denn wir haben eine neue Mission, die wir machen müssen. Und zwar ist die diesmal bei Michael zu Hause. So, lass das Auto einfach genauso hier stehen. Und dann gehen wir mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Okay, das M ist hier im Raum. Okay, jetzt ist Cutscene. Das Kriegsbeil begraben. Okay. Hey man. What do you want? I'm your friend, I don't want anything. Oh oh, Trevor ist da. Ob das so gut ist, wer weiß das schon. You know, you are a man of action. You do not sit on couches, you take scores. You're back, man. We are back. All right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. Good. It makes you miserable. I want to make movies. Great. And so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job, and then we're gonna dissolve the partnership. This is not a game to me. All right, this is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Oh. Fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. You're dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare! Yeah, enough with your goddamn threats! Let me just ask you something, all right? Something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! Okay. Ich glaube, jetzt kommen wir nach North Yankton. Ja, das ist ja toll. Begib dich zum internationalen Flughafen von Los Santos, aber ich habe kein Auto mehr. Doch. Fuck you! Hey, come on, where you going? You know where I'm going. Fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out. So, also wir fliegen jetzt erstmal nach North Yankton. Fuck you! Fuck your pizza! Fuck everything it stands for! This is insanity! So. Oh, no, it's clear and reason thought. Okay. Stop your car. Come on. Come back. We'll talk. Wir müssen aber erstmal zum Flughafen fahren, das dauert ein bisschen. Ja, weil Trevor will halt wissen, wer statt Michael damals begraben wurde. So, ich muss echt mal in die Fahrschule gehen. Also, mein lieber Mann, das mit dem Fahren, das ist echt so eine Sache für sich.
Hängen die Bullen ab. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so schwer. So. Okay, ist doch ein Problem, wenn sie nämlich genau von da kommen, wo ich gerade reinfahren wollte. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Aber egal, ich werde die schon los. So. Und ich weiß ja, wo ich hin muss. Okay, ich habe mich gerade mal verfahren. Saubere Leistung. Kein Problem, wir kommen auch hier vorne rein. So. Das ist ja eigentlich ganz geil, weil in North Yankton hat halt auch die ganze Story-Modus angefangen. Vor einem Monat. Ungefähr. Ich glaube, am 18.04. habe ich die erste Folge vom Story-Modus hochgeladen. Aber schon so lange her. Mein lieber Mann. Mein lieber Herr Gesangsverein. Damit hätte ich echt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Dass wir aber so schnell die ganzen Missionen durchspielen. Ja, okay, ich glaube, das hier wird nichts mehr, aber wir haben jetzt 3 Sterne. So, wo sind die denn jetzt ungefähr? Naja, wir warten einfach mal hier. Vielleicht haben wir Glück und wir schaffen's. So. Ja, wir müssen es einmal einfach machen. Nützt nichts. Wir werden die 3 Sterne ja sonst auch nicht mehr los. Mission fehlgeschlagen, Michael ist tot. Ja, belastend. So, das ist egal, wir machen es einfach nochmal. Och nee, wir müssen die ganze Distanz nochmal fahren. Nee, nee, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Das wäre echt ärgerlich. Ja, es war so klar. Ja, das Auto ist jetzt auch weg. Scheiße. Ja, und hier ist jetzt keins. Hallo. Fuck you. Hey, come on. Where are you going? You know where I'm going. Fuck you. You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back in my house. Come on. We'll order pizza. Fuck you. Fuck your pizza, fuck everything it stands for. This is insanity. Oh, no. No, it's clear and reason thought. Finally. Stop your car, come on. Come back, we'll talk. Jetzt habe ich schon eine Tür verloren. Och, Menno. Hey, I'll lay it all out for you, everything. Just stop your car, turn around. I'm going up there to see it for myself. You'll be disappointed. I'll be something. Okay. You'll be an anti-climax. The grave's empty. Just a bag of sand. Something like that. Just smoke and mirrors. Oh, lies. How do you do it, man? The game is up. Ach, da ist war noch ein Auto. Ja, moin. You've done me enough favors, buddy. All right, save your fucking breath. Trevor, come on. Fuck you, Michael. Soon enough, I will. Shit. So, dann fahren wir mal zum Flughafen. Special Agent Norton. Shit, Davey. Shit, he knows. I think he knows. What? Who? Think. Shit. Shit, how? I don't know how. He used his head. But does he know? Does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions. Shit. Then who fucking knows what? Och nee, wir haben wieder einen Stern. Das kann nicht sein. Yeah, don't worry about it. It's between me and him. Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list. That's good to know. Citizens reporting.
Ja, können wir eigentlich schon wieder total vergessen, weil den werden wir auch wieder nicht los. Also im Story-Modus glaube ich auch nicht, dass du Lester anrufen kannst. Wäre mir neu. Aber das kann nicht sein, ey. Ich könnte ausrasten. Ja. Nee. Es wird nicht gehen, genau wie ich es befürchtet habe. Jetzt haben wir schon wieder Sterne, ne? Und ich könnte einfach ausrasten. Wobei ich zwei Leute überfahren habe, wahrscheinlich. Wenn es die überhaupt waren. Ich habe zwar eine Idee, aber ob das klappt. Keine Ahnung. Wir versuchen es auf jeden Fall mal rauszufinden. Wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen Glück habe und von vorne keiner kommt. Könnten wir es geschafft haben. Schnell weg da. So. Gott sei Dank, der Stern ist weg. So. Können wir jetzt auch schön zum Flughafen fahren. So, wo ist der Punkt genau? Okay. Kann man auch hier drüber fahren? Hoffentlich. So, hoffentlich kommen wir da vorne irgendwo raus. So. Yo, yo, yo. Ne, wir müssen hier hin. Was denkt man sich nur, wenn auf dem Flughafen auf einmal einer mit so einem Auto ankommt? Oh, begib dich zum Terminaleingang auf der oberen Garage, Etage. Bluff. So. Wo kommt man hier hoch? Da. Yo. So. Okay. Los Santos Air. Nice. Okay. Fly US. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich in North Yankton raus. Welcome to Ludendorff. Begib dich zum Friedhof von Ludendorff. Ja, Freunde, das soll es aber gewesen sein vom Part. Wir teilen den Part hier auch in zwei Episoden auf. Und dann sehen wir uns zur nächsten Episode. Die kommt, erscheint morgen. Das ist dann quasi Teil 2 vom von North Yankton halt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und vergesst auf gar keinen Fall den Part zu bewerten. Tschüss!